Hänschen Däumeling. Es lebt ein Schneider leicht und dünn, mit seiner Frau gemütlich hin. Sie hatten auch ein Söhnlein schon, sehr klein und zierlich von Person. Er war nicht dicker wie die Pflaumen und grad so lang als wie mein Daumen. Drum, weil er so ein kleines Ding, nennt man ihn Hänschen Däumeling. Sein Mut jedoch ist ohne Tadel, sein Degen spitz wie eine Nadel. Damit hat er an einer Wand 3 Fliegen durch und durch gerannt. Drauf legt er sich im grünen Grase, um auszuruhen, auf Bauch und Nase. Ein Rabe, der spazieren geht, hat ihn mit einem Aug erspäht. Er denkt, was ist das für ein Käfer? Und rupft und zupft den kleinen Schläfer. Der dreht sich um und will den Frechen in seine dürren Waden stechen. Kraha, lacht dieser. Wer mit übel? Gottlob, ich habe dicke Stiebel. Graps, packt er ihn, fliegt in die Höhe und weit, weit über einen See. Die Eltern aber fragen bange, wo bleibt denn Hänschen nur so lange? Sie suchen ihn in allen Taschen, in Stiefeln, Hauben, Büchsen, Flaschen. Sie rufen, Herzchen, rufen, Liebchen. Allein es kommt und kommt kein Bübchen. Der Rabe mit dem Hänschen flog auf einen Baum, erschrecklich hoch. Hier wünscht er ihm recht guten Morgen und lässt ihn für sich selber sorgen. Buhu! Im Astloch mit Geheule hockt eine alte Schleiereule und über ihm die dicke Spinne. Hat auch nichts Guts mit ihm im Sinne. Schon sträubt die Eule sich und droht. Das Hänschen sticht die Spinne tot. Schnell lässt er sich an ihrem Faden vom Baum herunter ohne Schaden. Joche! Hier unten in dem Moos geht's lustig her und ist was los. 3 muntre Käfer trinken Met von allerbester Qualität. Da heißt es: Prost! Und was wir lieben. Das Hänschen trinkt so viel wie 7. Der Kopf wird schwer, die Beine knicken, bums. Liegt das Hänschen auf dem Rücken. Das gibt den Spaß. Die Käfer laufen mit ihm zu einem Ameishaufen. So was macht munter. Oh, wie schnelle verlässt er diese Wimmelstelle. Er läuft und schlupft mit großer Freude in ein sehr enges Wohngebäude. Nun ja, denkt sich der Jägersmann. Jetzt zieh ich meine Handschuhe an. Au weh! Was war das für ein Stich? Der Jägersmann schreit jämmerlich. Dem Hänschen wird's bedenklich doch. Er möchte in ein Mäuseloch. Ein Dieb, ein Dieb! So schreit die Maus und zieht ihn hinterwärts heraus. Und plötzlich geht's. Kraha! Kraha! Der böse Rab ist wieder da. Er fasst die Maus bei ihrem Schwänzchen und flattert weg mit Maus und Hänschen. Wie? Ruft der Jäger. Muss ich haben. Baut! Richtig trifft er Maus und Raben und Rabe, Maus und Hänselein. Klumbumsen in den See hinein. Sofort erscheint die kleine Söfe. Zephire, Königin im Schilfe, reicht ihm die Hand und lispelt fein. Sprich, Prinz, willst du mein Liebster sein? Schön Dank, spricht er. O Königin, ich muss zu meinen Eltern hin. So geh ich mit dir, haucht Zephire. Mein Schifflein wartet vor der Türe. Und wie sie so dahin gefahren und mitten auf dem Wasser waren, da kommt ein dicker Hecht und schwapp schluckt er sie in den Bauch hinab. Ein Fischer, welcher gerade fischt, hat aber gleich den Hecht erwischt. Er überbringt ihn Hänschens Mutter, die denkt, den braten wir in Butter. Ratsch, wird der Bauch ihm aufgeschnitten. Und sieh, wer kommt herausgeschritten? Ei, unser Hänschen, und galant führt er Zephiren an der Hand. Das wurde mal ein hübsches Paar. Sie lebten fröhlich manches Jahr. Und Hänschen ward ein Damenschneider.
und machte wunderschöne Kleider. Und was er machte, saß. Er stieg auf eine Leiter und nahm genau das Maß.